Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir haben es jetzt aus Helgen rausgeschafft, denke ich mal. Aus dieser Höhle haben wir es rausgeschafft. Die Bären haben wir in Ruhe gelassen. Unser guter Kumpel, wie heißt er denn nochmal? Ich vergesse seinen Namen immer, Ralov. Unser guter Kumpel Ralov ist jetzt schon mal rausgerannt. Unser Plappermaul. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen einfach mal hinterher. Ziel Himmelsrand. Der bekannteste Held von Himmelsrand ist Tiber Septim, der ganz Tamriel eroberte und die Kaiserdynastie der Septims begründete. Und da kommt ein Schwert von unten nach oben hinein. Wir sind immer noch Stufe 1, aber wir haben es fast geschafft. Die Überlebenden lehren uns die besten Techniken. Gaiden, Shinji, erste Ära, 490. So. Bis draußen. Was? Nö. Ach da. Tschüss. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Also das Spiel. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, gern geschehen, kein Problem. Ralov. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da habe ich mir gedacht, nö, fick dich, nö, ich folge dir. Du lässt mich jetzt hier draußen nicht allein. Vor allem jetzt dreht er sich so oft um, als würde er auf uns warten. Aber nein, wir begeben uns. Ja, du kannst. Geh! Husch! Wartest du jetzt ernsthaft auf uns? Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Das ist nett. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Das hast du schon mal gesagt. Viel Glück. Dann teil dich auf. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Boah, hör auf, dich nach uns umzudrehen, ey, ehrlich. Tschüss. Was haben wir denn da? Achso, ist einfach nur ein Gestrüpp. Tschüss. Ey, er geht. Geil. Ja, sehr gut, er ist weg. So, was haben wir? Distel hier. Wird auch wichtig sein. Alles mitnehmen, was du nehmen kannst. So, wir sind draußen. Wir haben es rausgeschafft. Wo haben wir denn jetzt? Irgendwo gab es eine Karte. Nee, warten will ich jetzt nicht. Was soll ich denn jetzt warten? Das ist das. Ich hab doch bestimmt jetzt irgendwie hier. Guck, da ist die Karte. So, die Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast. Helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast. Dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen und schnell dorthin reisen. Thema Schnellreise bei Red Dead Redemption schon gehabt, mache ich nicht. Also nur in den seltensten Fällen, wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, jetzt mal das ganz schnell, nee, eigentlich nicht, will ich nicht. Weil bei diesem Spiel passiert so viel drumherum und du kannst so viel entdecken und das ist in meinen Augen nicht wirklich Sinn der Sache. Deswegen, also nur in den seltensten Fällen. So, hier haben wir unseren aktuellen Standort. Dieses kleine Pfeilchen zeigt uns an unser Missionsziel. Dieser Pfeil zeigt uns an Flusswald, aber ist auch halt schwarz, wie es da stand. Hier haben wir Helgen, ist weiß, weil wir es schon besucht haben. Was haben wir hier drüben? Falkenring, haben wir von gehört. Hier haben wir Weißlauf. Hier hinten haben wir Windhelm. Hier hinten haben wir Mortal, aber das ist noch alles zu weit weg. So, und wir befinden uns aktuell hier. Und jetzt haben wir oben natürlich auch unsere schöne Leiste. Da haben wir, jetzt gucken wir gerade Richtung Norden. So, und da haben wir auch die verschiedensten Symbole, was du alles entdecken kannst. Jetzt weiß ich, bin ich mir auch nicht mal hundertprozentig sicher, welches Symbol für welches steht. Aber ich habe ein bestimmtes Symbol, in welche Richtung ich jetzt gerade erstmal möchte und ich sehe es nicht. Ich habe es gerade eben noch gesehen, aber jetzt ist es weg. Doch, jetzt sehe ich es wieder. Es war hinter dem anderen Symbol verschwunden. Und zwar jetzt von diesen zwei schwarzen, das linke Symbol. Da möchte ich gerne hin. Ihr werdet dann auch gleich sehen, warum. Das da oben wird auch gleich dann, also wir begeben uns jetzt erstmal da, oh, ich hab dich, mit Namen bin ich da, ich bin mit Namen nicht so gut. Flusswald, genau, wir begeben uns erstmal Richtung Flusswald gleich, aber das da oben wird dann unser erstes Nebenziel sein. Das ist, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Hier haben wir noch eine Bergblume.
das als erstes dann zu besuchen. Warum werdet ihr dann in den entsprechenden Folgen erfahren? So, hier mein Wegweiser, Riverboat, Falkreath und Helgen. So. Und ihr seht oben schon auf dieser kleinen Leiste, das Symbol wird immer größer und größer. Das heißt, wir kommen dem Ganzen auch immer näher. Hier haben wir noch eine Distel. So, hier springen wir mal. Da unten haben wir drei Steine, wie ihr seht. Das Spiel wird es euch sowieso gleich erklären. Zack, hier gehen wir runter. So, die Wächtersteine entdeckt. Das bringt uns auch immer wieder Erfahrungspunkte, ist auch wichtig. Aktivieren der Kriegerstein, aktivieren der Magie, der Magierstein und der Diebesstein. So, wenn wir jetzt draufklicken, genau. Ich dachte, das Spiel erklärt das ein bisschen genauer. Von diesen Steinen mache ich das jetzt halt. Von diesen Steinen, die stehen überall. Überall in dieser Welt. Und die, du kannst aber immer nur einen Stein aktivieren. Und dieser Stein gibt dir eine bestimmte Kraft. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. So, hier haben wir Magier. Hier haben wir, klar, Kampffertigkeiten. Und hier haben wir Heimlichkeitsfertigkeiten. Will ich aber nicht. Ich mache hier den Magier, den aktiviere ich jetzt einfach mal. Ich bin erleuchtet. So, und damit ist der jetzt erstmal aktiviert. Und damit haben wir wenigstens jetzt erstmal einen Stein. Und wir holen uns jetzt auch auf die linke Hand die Flammen. Damit wir da... Ach, diese Hand sieht geil aus einfach. So, und jetzt folgen wir einfach mal dem Weg. Das wollte ich jetzt einfach mal ganz fix gemacht haben. Eine Distel. So, und ich glaube, dieses... Hammer und jetzt fällt mir das nicht ein. Das eine ist der Hammer. Oh mein Gott, ey, wenn man Wortfindungsschwierigkeiten hat, das nervt. So. Das ist jedenfalls, glaube ich, eine Mine, wenn ich mich recht entsinne. Distel. Glutsplittermine entdeckt, genau. Und meines Wissens. Genau. Ist das aber eine Überraschung? Brenne! Oh, ich glaube, die fand das jetzt gerade sehr schön. Also, ich glaube, die hat das gerade genossen, wie wir sie verbrannt haben. Dietrich, Gold, Nordmet, Fellrüstung brauchen wir nicht. Eisenkriegsachse nehmen wir mal mit. So. Aber in diese Mine gehen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich will jetzt erstmal... Jetzt möchte ich erstmal... Flusswald. So. Distel. Lalalalalalala. Noch eine Distel. Alles immer schön mitnehmen. Noch eine Distel. Schön am Fluss entlang. So, ab und an sind hier gerne mal Wölfe. Aber anscheinend gerade nicht. Doch, ich höre so. Da oben. Deckung gehen. Hier können wir natürlich auch schön... An diesem Auge in der Mitte können wir natürlich sehr schön erkennen. Jetzt sind wir versteckt, aber wir wurden entdeckt. Okay, gut. Eigentlich hatte ich überlegt, sie eventuell... Ne, wir sind jetzt immer noch versteckt. Aber ich glaube, die sehen uns dann recht fix. Wer sieht uns denn hier? Die sind das nicht. Zack! So, gefällt mir das doch. So, der hat uns entdeckt. Der kommt jetzt auch auf uns zugerannt. So, nehmen wir hier wieder die Flammen in die Rand. So, okay. Schon mal anfangen. Bam! So, auf der Karte sehen wir einen roten Punkt. Das heißt, dass wir gleich noch einen Gegner haben werden. Wo? Da oben. Bam! So, durchsuchen Wolf, Wolfspelz, Granatstein, ey, Hauptsache ein Wolf trägt einen Granatstein, hat sich im Fell verfangen. So, einen Moment, mein Computer macht mal wieder verrückte Sachen. So, jetzt hätte ich aber fast vergessen, was ich eigentlich mitnehmen wollte, was ich hier gesehen habe, und zwar Mora Tabinella. Können wir hier noch was mitnehmen? Nö. Schade.
Okay, machen wir mal das Feuer aus. Hier war doch noch was hier. Bergblume. So. Also wie gesagt, ich spiele natürlich schon mit den Erfahrungen, die ich da bei meinen bisherigen Spielerlebnissen gesammelt habe. So. Hier kommt Aaron der Argonia. Wir sollten uns vielleicht jetzt auch mal ein bisschen so verhalten, wie ich mich verhalten will eigentlich. Bisschen Bad Boy-like, ey. So. Sonst noch irgendwas? Nö. Geht's das mal weiter. Hier haben wir noch eine Distel. Distelzweig hinzugefügt. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Eigentlich können wir ja eigentlich. Warum ist es nicht tief genug? Muss mich halt ducken. Sind wir noch nicht tief genug? Ach Mensch. Und da fliegt was. Da schleichen wir uns mal ran. Libelle. So. Libelle hinzugefügt. Lalala, lalala. Und damit haben wir schon unser Ziel erreicht. Ich dachte, da wäre was. Und damit würde ich dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Flusswald. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Reden sehen? Er ist über das Hügel gehabt. Vielleicht nicht. Geflogen. Vielleicht. Drachen? Ach, egal. Ja. Aber ich an also eurer bitte, Stelle, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ich höre gerne zu. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Nur dann ist es zu spät. Niemand glaubt mir, doch ich sage doch, euch. Hier, ich. Ich habe einen Drachen gesehen. Ja, ich glaub dir doch. Hier, hallo. Hallo. Was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Wer kommt wo runter? Na egal. Ja, also wie gesagt, man könnte auch in dieser Perspektive spielen, aber nö. Ich spiele lieber so. So, das sieht stark nach einem Schmied aus. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. So freundlich, Auf Wiedersehen. Schleifstein, Werkbank. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedkunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Hier eine neue Klinge. Der hämmert einfach mal drauf los, obwohl wir noch gar nicht gemacht haben. Benutzen Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Oh, wie wir da so stehen. Wir sollen noch ein Eisendolch sollen wir jetzt herstellen, ne? Ja. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Also das kann euch echt nur weiterhelfen, also ohne Mist. Macht das. Es nimmt zwar echt Zeit in Anspruch auch, aber macht das. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss. Ja, bitte. Hier ist ein Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis zum nächsten Mal. Na, hier ist Schleifstein. Eisenbarren. Erfordert Eisenbarren. 2. Hammer. Hammer doch, oder? Haben wir das jetzt? Warte mal. Hallo? Wir arbeiten hier. Hallo? Haut doch nicht ab. Was fällt dir denn ein? Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Nö, für ein bisschen. Wir versuchen es gerade. Verschiedenes. Härte, ein Eisendolch. Paar nette Dolche rumliegen.
Ja, dafür brauchen wir halt dieses Metall. So, jetzt erstmal hier. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Tja. Wo soll ich anfangen? Ist jetzt egal. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache. Susch. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Dankeschön. Oh, Geschenk nehmen. Dein Ernst? Oh, Ring der geringen Veränderung. Veränderungszauber kostet 12% weniger. Zauberrang. Was haben wir hier noch für einen Ring? Was ist das? Wir nehmen den Ring. Sollen wir jetzt wirklich alles an uns nehmen? Dietrich. Kochtes Rindfleisch, Honigbräu. Karotte, roter Apfel, Silberring. Ja, die Zaubertränke nehme ich noch. Dankeschön. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Ja. Für uns alle hier. Ja. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Ja. Flusswald ist völlig schutzlos. Sieht man. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Abgeschlossen. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Weil das ist an uns gerichtet. Sorry, wir fallen nur mal auf. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja. Hast du. Labertasche. So, jetzt folgen wir dem Hut. Wir folgen jetzt dem Hut. Und der zeigt uns jetzt das Haus. Und ihr seid mir aber zu langsam. Ich helfe gerne. Ja. Wie und wo ich nur kann. Zu freundlich. Oh, beeilt euch, ehrlich, ey. Welches Haus war denn das nochmal gewesen? Öffnen, Flussweit, Handelskonto. Nö. Warte mal, welches Haus war denn das nochmal? Hallo, na du? Was gibt's Neues? Was ist das hier? Distel. So. Ja, da haben wir's doch. Ich gehe jetzt einfach doch schon rein, ist mir egal. So, wenn wir jetzt da den Schlüssel haben, könnten wir jetzt theoretisch da auch etwas abgeben. Ablegen. Das bleibt dann auch immer da. Wie? Wisst ihr, wann bist du hier drin? Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs. Bla bla bla.
Wie, den Bärenpelz dürfen wir nicht mitnehmen, aber 17 Gold oder was? Also ist das rot, dann sind sie böse auf uns. Was Bullshit. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, Gold. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Beistelltisch durchsuchen. Lied der Rückkehr, Band 8 war es, oder? Ah, ich springe. Objekte. Ich möchte euch natürlich dieses Buch jetzt nicht vorenthalten. Lied der Rückkehr. Seite. Umgeblättert. Also für ein kurzes Standbild, wo ich das durchlesen könnte, sollte das reichen. So. Lisa, das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Ich werde diese Bücher definitiv nicht vorlesen, weil das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde euch zwar gerne was vorlesen. Fühlt euch wie zu Hause. Warte! Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Egal. So, ich würde euch das natürlich gerne vorlesen, aber es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Definitiv. Das muss ja nicht sein. So. Stufe 1 lädt. Was haben wir denn hier? Egal. Hallo. Jetzt springen wir hier drüber. Mal gucken, ob die Person, die ich jetzt brauche, da ist. Aber so könnt ihr jedenfalls, wie gesagt, wir wollen ja da hoch. Wo ist es denn jetzt? Ist jetzt blind? Da hoch. Von hier aus sieht man es nicht. Also wir wollen jedenfalls diesen Berg da hoch. Das wäre erstmal der Anfang. Und da gibt es auch eine Aufgabe dafür. Und die kann man hier im Handelskontor starten. Es ist nur die Frage, ob die jetzt noch wach sind. Ob die jetzt noch hier stehen, was ich nicht glaube. Ansonsten würde ich ins Bett gehen und die Folge... Ah, gut. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Tut mir leid, ich bin ja auch so durchsichtig. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber nichts. Das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ich habe nichts gehört. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ölsturzhügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ölsturzhügelgrab. Ja, dann braucht ihr... Blablabla. Und genau das machen wir jetzt. Aktiviere die Quest. Dann machen wir die weg, weil dann wird uns jetzt nur die goldene Klaue jetzt auch auf der Karte angezeigt. Auch auf unserer kleinen Karte. Und die Vorbereitungen und auf dem Weg da hoch, wie ist das Ding jetzt? Ödsturzhügelgrab. Die Vorbereitungen und den Weg dahin, das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Wir sind auch schon wieder bei gut 24 Minuten, glaube ich, angekommen. Da bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach Flusswald gekommen. Sind dann Ralof Dornoch gefolgt, haben seine Schwester kennengelernt, die uns jetzt erstmal ein Heimchen anbietet, wo wir pennen können. Und jetzt haben wir erfahren, dass eine goldene Klaue geklaut wurde. Und diese versuchen wir dann in der nächsten Folge, gut, wir werden mehr als eine Folge dafür brauchen, aber die werden wir dann als erstes, als große Aufgabe versuchen, wieder zu beschaffen. Wie gesagt, besten Dank und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.